Hey, na, was geht? Willkommen zurück hier. T-Shirt bisschen eng. Bei God of War, Alter. Yes, yes, yo. Es geht direkt weiter da, wo wir in der letzten Folge aufgehört haben. Wir haben hier hinten die Tür frei gemacht. Wir müssen diese Brücke irgendwie herablassen. Sie ist der Weg hier raus. Das ist eine sehr herablassende Brücke. Junge, les mir die Geschichten aus Narnia. Der hier heißt Emil. Mutter wollte mir von ihm erzählen, aber ich war wohl zu jung. Kommen da Riesen aus seinen Achseln? What? Der ihn da ersticht, könnte Odin sein. Was ist das? Das ist was. Das heißt, was ist das, Alter? Das hast du gerade gelesen, du Idiot. Mein Junge ist blöd. Okay, Freunde. Wir schmeißen jetzt mal den Kristall hier überall hin. Es ist so toll, damit Dinge zu zerschmettern. Macht Spaß, ne? Okay, wir brauchen noch zwei Siegel. Mach dich bereit! Gut. Fähigkeiten wachsen weiter. Wie war das? Wie war ich, Alter? Hast du mal gesehen, wie ich den weggeklatscht habe, Junge? Noch ein bisschen krasser, man würde mich den Zerklatscher nennen. Was ist das? Da ist ein Lebenskristall obendrauf. Gib mir was Geiles, Mama. Wir haben ja super geile Rüstungen und so. Wir müssen irgendwann uns mal hinsetzen und zwei Sets anfertigen. Oh. Der Idun-Apfel. Ein Apfel am Tag erspart dir den Sarg. Lest das. Gut zu wissen. Der fuckt mich ab, wenn er sowas sagt. Hier fiel Nertus von den Warnen, erschlagen von Magni und Modi, den Söhnen Thors. Die Jötner sind Zeugen der Grausamkeit des großen Krieges. Weder Asen noch Warnen können triumphieren, so ist es vorhergesagt. Doch was bleibt von Midgard noch übrig, bevor sie die Waffen niederlegen? Die Riesen wünschten sich Frieden. Kein Wunder, dass sie Tyr so mochten. Oh shit, so kommt man da nach oben. Ist die Frage, müssen wir da nach oben oder müssen wir hier lang? Das sieht komisch aus. Wir gehen erstmal da lang.
Mehr Erfahrung, Baby. Ganze 37 Erfahrung, Alter. Wieder eine Truhe auf. Geprägtes Wappen der Beharrlichkeit. Cool. Gibt es hier sonst noch irgendwas? Gibt es hier noch so ein... Odin. Oh, sorry. Ich habe gegen angekämpft. Aber ein kleiner Hexer an Ehren. Wir müssen fast oben sein. Kann keiner verwehren. Nicht mehr lange, Mutter. Okay, wir sind so weit gekommen. Unser Ziel ist hinter dieser Tür. Da, der Gipfel! Wir sind ganz nah dran! Dein Köcher. Der Gurt ist beim Kampf mit dem Drachen gerissen. Schon gut, ich halte ihn einfach fest. Halt! Du kannst nicht Köcher einfach festhalten. Ein kaputter Köcher kostet dich Zeit. Schmerz überleben wir, kaputte Waffen jedoch nicht. So geht's erstmal. Gut? Gut. Geh. Langsam, Junge. Pass auf, wo du hintrittst. Mann, ey, wie weit sind Games gekommen, dass das so alles so geil aussieht heutzutage? Ganz aktuell ja jetzt auch Horizon Forbidden West oder ich weiß leider nicht, wie der Untertitel da heißt. Ist das kalt. Dann mal los! Tschüss. Sag mir wann. Mach ihn weg. Komm her. Oh shit, das wollte ich nicht. Wir haben wohl alle erledigt.
ist eine Truhe. Tschüss. Da oben ist der Gipfel. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass unsere Reise da endet. Aber für den Jungen würde ich es mir wünschen. Aha. Junge! Okay, das bringt uns gar nicht weiter. Die Stimmen auch, oder? Ja, sei still. Das ist der Mann, der bei uns zu Hause war. Du hattest ihn doch getötet. Psst. Ich sehe, bist du diesmal nicht allein. Muss wichtig sein, wenn die Söhne Thors mich mit ihrer Gegenwart beehren. Sagt mal, überschlagt ihr zwei euch noch immer, um Papa zu beeindrucken? Der tätowierte Mann. Den Spuren nach reist er jetzt mit einem Kind. Wohin wollen die beiden? Woher soll ich das wissen? Du bist der klügste lebende Mensch, nicht wahr? Und sogar klüger als alle Toten. Du hilfst mir, ich helfe dir. Sag mir, wo sie sind, und ich rede mit Odin. Dein Vater lässt mich nicht gehen, Baldur, und er wird verhindern, dass du mich tötest. Du hast mir nichts zu bieten. Also nimm deine Fragen, deine Drohungen und deine beiden nutzlosen Schwachköpfe und verpiss dich! Wenn niemand hinsieht, holen wir uns dein anderes Auge. Vergiss nicht, wir sind... Sind wir wirklich, nicht wahr? Haltet die Klappe, ihr Idioten. Gehen wir. Ich hatte ganz vergessen, dass wir ja schon wissen, dass er Baldur heißt. Baldur? Baldur. Deswegen habe ich immer der Typ gesagt, ich wollte es euch nicht spoilern. So, wollen wir mal schauen, mit wem wir da oben zu tun haben, weil mit irgendjemand haben sie ja da geredet. Irgendjemand, den sie auch überhaupt nicht mochten. Ah, von euch haben wir gerade gesprochen. Ein tätowierter Mann unterwegs mit einem Kind. Geh und stell sicher, dass wir allein sind. Aber sie sind doch gegangen. Tu, was ich sage. Er weiß nicht, was du bist. Und dabei soll es auch bleiben. Wer bist du? Ich? Ich bin der größte Botschafter der Götter, der Riesen und aller Wesen der neuen Welten. Ich kenne jeden einzelnen Winkel, jegliche Sprachen, geführte Kriege und jeden Handel. Man nennt mich Mimir, den klügsten lebenden Mann. Und ich habe Antworten auf all eure Fragen. Warum jagt uns der Sohn Odins? Na gut, ich hab ein paar Wissenslücken. Aber Odin hält mich hier gefangen seit 109 Wintern. Ich bin sehr schlau. Ich finde die Lösung. Versprochen, ich brauche nur etwas Zeit. Es ist niemand da. Hab ich doch gesagt. Die Mutter des Jungen ist tot. Sie wollte das... Wir sollen ihre Asche verstreuen. Auf dem höchsten Gipfel aller Welten. Oh, dann seid ihr hier am falschen Ort, aller Welten? Der höchste Gipfel aller Welten ist nicht hier in Midgard. Jotunheim. In Jotunheim, der Welt der Riesen. Nein! Hat sie das wirklich gemeint? Sieh doch! Das ist die letzte bekannte Brücke nach Jotunheim in allen Welten. Siehst du den Berg?
der aussieht wie die Finger eines Riesen, das ist der Gipfel, den ihr sucht. Nicht hier. Was ist mit dieser Brücke? Wir haben einen Bifrost. Als die Riesen die Brücken zu ihrer Welt zerstörten, haben sie diese hier mit einer Rune versperrt. Wenn es sie noch gibt, kennt die nur ein Riese. Und alle haben Midgard vor langer Zeit verlassen. Richtig. Doch heute haben die Schicksalswinde einen Wirbel des Zufalls erzeugt. Wisst ihr, es lebt nur eine Person, die euch an euer Ziel bringen kann. Und ihr habt Glück. Ich habe sonst nichts vor. Wir gehen nach Jötunheim, ja? Strategisch gesehen eure beste und einzige Möglichkeit. Es ist der eine Ort, an den euch der Unbesiegbare nicht folgt. Was ist zu tun? Ja! Schneidet mir meinen Kopf ab. Was? Was? Odin sorgte dafür, dass keine Waffe, nicht mal Thors Hammer, meinen Körper befreien kann. Glücklicherweise braucht ihr meinen Körper nicht. Der Trick ist, jemanden zu finden, der mich wiederbeleben kann. Mit der alten Magie. Alte Magie? Hm. Eine Hexe im Wald. Sie kennt diese Bräuche. Wird sie helfen? Vielleicht. Los geht's. Aber wenn sie scheitert, bist du tot. Er quält mich, weißt du. Tag für Tag. Odin selbst legt dafür Hand an und glaub mir, seine Kreativität ist grenzenlos. Jeden einzelnen Tag. Das ist kein Leben. Wie du meinst. Oh, aber ohne mich. Bruder, falls es nicht klappen sollte, musst du etwas wissen. Der Junge, du machst es nur schlimmer, je länger du ihm die Wahrheit verschweigst. Er wird dir grollen und du verlierst ihn für immer. Es gibt viel über mich, das er nicht wissen soll. Dir ist dein Geheimnis also wichtiger als dein Sohn. Ich hacke jetzt deinen Kopf ab. Auch gut. Jötunheim. Wir gehen nach Jötunheim. Wir finden das verloren geglaubte Reich der Riesen. Das ist... Sehr lästig. Ja, das wollte ich auch gerade sagen. Kratos einfach wieder... Das sieht so, so, so nice aus, Freunde. Nicht den Kopf verlieren! Das ist die Brücke nach Jötunheim? Sieht genauso wie diese seltsamen Türen aus. Ich wollte gerade sagen. Bestimmt kann uns Mimir helfen, falls wir ihn wiedererwecken. Falls. Das waren die Teile mit der Sprache drin, ne? Diese Sprachsiegel. Ne, Symbol des Mutes. What? Das ist Symbol des Mutes. Was ist das? Ich würde gerne wissen, was manchmal diese Zeichen dazu bedeuten haben. Wir haben überall einfach Glück drin. Okay, Freunde. Schauen wir mal, wie es weitergeht hier. Ich habe übrigens rausgefunden, woran es liegt. Ich habe einen netten Tipp bekommen, danke dafür. Und zwar, wir müssen das schaffen, dass nochmal das Wasser abgesenkt wird. Also denke ich, müssen wir wieder irgendwas mit der Schlange irgendwann machen.
Kennst du den Weg zum Haus der Hexe noch? Ja, im Wald mit den blutroten Blättern, südlich des Sees. Ich weiß, wo wir hin müssen. Hoffentlich ist sie heil aus Elfheim rausgekommen und kann Mimir zurückholen. Er war nett, bevor du ihm den Kopf abgeschlagen hast. Wir könnten zu Brocks Laden zurück. Aber da kommen wir ja gleich bestimmt auch wieder hin. Und ich sag euch, alleine, dass da steht, sie können hier noch nicht hinreisen, das sagt mir, alles klar. Wir können irgendwann tatsächlich in beide Richtungen reisen, wie auch immer wir das machen. Shit, das sieht so aus, als ob wir sogar mit so einem Teil reisen müssen jetzt, ne? Da ist kein anderer Weg, ne? Leute, sorry, ich will nochmal ganz genau gucken. Ja, hier geht's nicht weiter, da geht's nicht weiter. Und hier geht's auch nicht weiter. Okay, gut. Dann geht's tatsächlich für uns da rein. Cool. Ich meine, so werden wir mal gezwungen, das zu nutzen. Junge, komm nicht vom Weg ab. Klar, ja, ich weiß. Unglaublich, dass es Baldur war, der zu uns gekommen ist. Der Asengott Baldur. Du hast gekämpft und gewonnen. Ja. Einer von Odins Söhnen, Thors Bruder. Und jetzt jagt er uns mit seinen Neffen? Warum geschieht das alles? Frag den Kopf, als er wiederbelebt wird. Mach ich. Weißt du, insgeheim hatte ich gehofft, irgendwo in diesem Berg einen Riesen zu treffen. Sie haben Midgard wohl tatsächlich verlassen, außer der Schlange. Vielleicht die letzte ihrer Art. Bist du auch der letzte deiner Art? Ist es das, worüber du nicht gerne redest? Meiner Art? Ich meine, deiner Familie, von Mutter und mir, wo du hergekommen bist. Deine Mutter, dein Vater. Dafür ist jetzt nicht die Zeit. Verstehe. Gibt's hier irgendwas zu entdecken? Hundertpro kann man hier auch irgendwas machen. Oder irgendwas finden. Wir sind einmal im Kreis gelaufen, ne? Wir springen. Wirklich? Wait, what? Wir springen? Warum ist das überhaupt eine Option? Was? Brock! 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 Was? Ich mach gerade eine Pause. Ich schrei dich auch nicht an, wenn du dir gerade die Sackhaare richtest. Lass ihn, Junge. Ihr habt meine Ruhe ohnehin schon gestört, also gesellt euch einfach zu mir. Wir sind nicht hungrig.
Gut, ich wollte euch auch nichts anbieten. Wir haben Sindri gesehen. Na dann Glückwunsch. Und ihr habt ihn doch bestimmt auch wieder an meiner Axt herumwursteln lassen, hm? Zeig mal, was er angerichtet hat. Der würde ein gutes Gleichgewicht selbst dann nicht erkennen, wenn es von seinem Schwanz baumeln würde. Ist er denn genug? Sorry. Bestimmt. Gut. So ist besser. Was wollt ihr sonst noch von mir, hm? Manchmal ist Sindri so in seine Arbeit vertieft, dass er Essen und Trinken vergisst. Und wenn er mal dran denkt, schafft er es nicht, etwas Ordentliches zu kochen. Ich hab wohl den Magen in der Familie abbekommen. Und natürlich den Grips. Er fehlt dir. Was? Dieser Schwachkopf? Was weißt du schon? Ich meine bloß... Hey, erlaubst du mal? Ich muss mich hier konzentrieren. Eigentlich hätte ich nämlich jetzt Pause. Habt ihr den Alchemisten aufgespürt, den ihr finden solltet? Nein. Hey, wo ist denn dein Lasttier? Hab sie gegessen. Hab Teile von ihr vorhin erst wieder ausgekackt. Was stimmt nicht mit dir? Was? Sie gab keine Milch mehr. Sie war deine Freundin. Dann wird sie froh sein, dass ich so satt bin. Scheiße, Kleiner. Du bist echt sentimental, weißt du das? Lass dich da draußen bloß nicht verwirren. Ich mache mal weiter. Gerne, hab geöffnet. Hey, es wird schließlich niemand gezwungen. Müssen wir... Ich weiß gar nicht, müssen wir in eine andere Welt? Junge, wie gelangen wir zurück zur Hexe? Erst müssen wir ein Boot finden. Okay, na das ist ja kein Problem. Ich will das Achievement für 5000, Also Junge, wie geht es nun weiter zum Haus der Hexe? Da lang, hinter die große Torstatue. Okay, vorher will ich noch ein paar Sachen machen. Denn, als ich, die Folgen mir gesichtet habe, ist mir was aufgefallen. Erstens, noch wir eine hatten... Geschichte? Eine noch. Es gab einst eine Krebsmutter, die ihren Sohn zurechtwies. Sie wollte, dass er vorwärts läuft, voller Stolz. Nicht seitwärts, wie seine Art war. Aber sie ist auch ein Krebs. Er müsste sagen, ja, ich gehe vorwärts, wenn du mir vormachst, wie. Ja, das hat er gesagt. Das war die Geschichte. Verstehe. Und zwar hatten wir eine Schatzkarte bekommen. Und in der Schatzkarte war... Das Innere von... Wo haben wir das? Schatzkarten. Das Innere von dem Schiffskapitäns-Ding. Und das Innere von einem Schiff. Das ist da oben. Da ist so ein Schiffswrack. Leibtierlegierung. Legendär. Danke, Handy. Von Blitz durchzogenes Metall. Verwandt von Thors Familie. Dient zur Verbesserung von Knäufen. Knäufen. Mit Schock.
Schadenseffekten gefunden, in Schatzkarten verstecken. Okay. Ich glaube, da fehlt uns noch irgendwas. Dafür fehlt uns noch irgendwas. So, wir können uns auch noch eine zweite Sache holen. Aber ich glaube, das machen wir in der nächsten Folge. Ich muss aufpassen, dass die Folgen nicht so lang werden. Ich weiß, ihr feiert es, wenn wir ein bisschen Überlänge haben. Aber dadurch verarbeiten die Videos einfach irgendwie 48 Stunden auf YouTube. Deswegen, hey Leute, wie es hier weitergeht, seht ihr in der nächsten Folge von God of War. Hat mir super viel Spaß gemacht. Ich hoffe dir auch. Wenn ja, hinterlass mir auf jeden Fall einen Daumen nach oben. Und wenn du ein richtig geiler Seminent bist, Alter, schreibst du mir was richtig Geiles in die Kommentare. Ich feiere übrigens eure Clips. Wir haben ja auf dem Discord Channel, da gibt es einen extra Text-Channel, da könnt ihr, wenn ihr Clips von den Videos macht, könnt ihr da reinposten. Ich will ja sammeln und nach einer Zeit dann mal so ein Clips-Video raushauen. Also da auch ganz großes Dankeschön an alle, die da mitmachen. Bis zum nächsten Mal. Ich wünsche dir einen schönen Tag. Bye, bye.